Schon wieder? Ja. Ja, zu was? Pestalozzi, Herr Schöpfe, ne? Ach, der? Ja, bitte. Ah, hm. Ja, ich hab's. Was? Koedukation. Bitte? Koedukation, die hat er eingeführt an den Schulen, dass Lehrer und Schüler zusammen sind an den Schulen. Lehrer und Schüler? Ich dachte, Koedukation heißt, dass Jungen und Mädchen zusammen sind. Was, Buben und Mädchen? Ja. Was machen die? Die lernen doch zusammen, ne? Nein, nicht bei uns in der Schweiz. Das heißt bei uns nicht lernen. Ich meine, wir lernen es auch, aber wir nennen es nicht lernen. Und überhaupt nur nach der Hochzeit. Naja, schönen Dank, das genügt dann ja wohl. Pestalozzi-Forscher. Haben wir denn nicht was Erfreuliches im Programm? Fräulein, Sie sind doch hier als Ansagerin eingestellt. Können Sie nicht mal was ansagen? Irgendwas, vielleicht was Lustiges mal, nicht? Hören Sie nun das Wort zum Zahltag. Meine Zuschauer, lassen Sie mich Ihnen ein paar Worte zu einem Thema sagen, das mir besonders am Herzen liegt. Es geht um Freundschaft. Es geht um wahre und falsche Freunde. Die wahren Freunde, man kann sie Kies oder Mäuse oder Kohlen nennen. Ich habe Ihnen hier einen blauen Riesen mitgebracht. Die wahren Freunde sind rar und durchlaufend nummeriert. Und sie haben uns viel zu sagen. In einem wahren Freund kann man lesen wie in einem Buch. Und was lesen wir da auf Seite 3? Wer Banknoten nachmacht oder verfälscht oder nachgemachte oder verfälschte sich verschafft und in Verkehr bringt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter 2 Jahren bestraft. Was wollen uns diese Worte sagen, meine Zuschauer? Mit einem echten Freund, wollen sie uns sagen, kann man durch dick und dünn gehen. Er bringt uns, wohin wir wollen. In den Urlaub, in den Besitz von Luxusartikeln, oder in ein Freudenhaus. Der falsche Freund aber bringt uns geradewegs ins Zuchthaus. Hüten wir uns also vor falschen Freunden. Guten Abend. Sie hörten das Wort zum Zahltag. Es sprach Michel Mammon, Präsident der Schutzgemeinschaft Deutscher Doppelverdiener. Sehen Sie nun bitte unsere Berichte aus aller Welt. Unser Reporter Hansi Häusler informiert Sie zunächst über... Pestalozzi. Was denn, Sie sind doch immer da? Ja, natürlich, wegen Pestalozzi. Aber über den wissen Sie doch gar nichts. Doch, über den weiß ich alles. Er ist der Erfinder der Lernhilfe. Der Lernhilfe? Ja, 333 Esus-Keilerei. Und dies von Pestalozzi? Ja, leider nur die eine. Deshalb heißt sie auch die Eselsbrücke, weil dem Esel nie mehr eingefallen ist. Also, Herr Schöpfli, ich muss ja schon sehr natürlich, bitten, ja? Es war trotzdem ein Impuls. Mhm. Das Werk des Herrn Pestalozzi ist nämlich fortgesetzt worden. Ah, von wem denn? Von mir. Es gibt jetzt viel mehr Lernhilfen. 444, Mozart lernt Klavier. 444, hm? Ja, oder 325, Jakob von Guericke entdeckt die Luftpumpe. Aber das reimt sich doch gar nicht. Nein, aber was jetzt kommt? 728, der Zar fällt in den Schacht. Der Zar? Ja, 738, der Schacht wird zugemacht. Ja. Doch, 748, der Kaiser hat gelacht. Nein. Natürlich, oder nehmen Sie die Neuzeit, 1902, Hus kauft die Türkei. Wer, der Hus? Ja, der hat 1902 die Türkei gekauft. Ja, das geht ja aus Ihrem Vers hervor, ja. 1919, Lenin will seinen Freund sehen. Ach so, und das soll man sich alles merken, ja? Ja, das ist ja der Sinn der Lernhilfe. Dann merken Sie sich mal die folgende. 1976, ich hoffe, Ihr Gerede gibt sich. Ja, hoffen Sie nur. So, und nun sehen Sie bitte wirklich unsere Berichte aus aller Welt. Rom, die ewige Stadt am Tibersee, steht in diesen Tagen ganz im Zeichen der Heidelberger Woche. Wer die italienische Metropole von früheren Besuchen her in Erinnerung hat, wird sie kaum wiedererkennen. Die Padroni della Città, das sind die Stadtväter, haben weder Mühe noch Kosten gescheut, die Heidelberger Woche für ihre Bürger nicht nur zu einer abstrakten Veranstaltung, sondern auch zu einem architektonisch sinnlichen Erlebnis zu machen. Kaum wiederzuerkennen,
der Petersdom, die Via Veneto, und die Engelsburg. Ich befinde mich nun am Roma Statione Termini. Die Illusion ist perfekt. Und hier ist auch schon Giorgio Zappertini. Sie können ruhig Zapf zu mir sagen. Schosch Zapf. Er ist verantwortlich für die Organisation der Heidelberger Woche in Rom. Und er hat Rom, wenn auch nur für diese eine Woche, vollständig umgebaut. Sagen Sie, wie fühlen Sie sich in der neuen Umgebung hier? Wie daheim, ich möchte gar nicht mehr fort. Diese neue Bahnschranke, die zurzeit auf der Strecke Peine-Paris getestet wird, hat sich außerordentlich. Spitzenjournalismus. Star-Reporter. Sowas haben wir für teures Geld im ZDF abgeworben. Und Sie? Ja, ich soll doch hier über Pestalozzi referieren. Pestalozzi, ich kann es nicht mehr hören. Ja, bitte, bitte. Pestalozzi, Johann Heinrich, Erzieher und Sozialreformer, geboren in Zürich am 12.01. Moment, Herr Schäffli, Sie lesen ja alles ab, Herr Schäffli. Nein, ich lese gar nicht ab. Ich wollte nur sagen... Was? Dass Pestalozzi absolut überbewertet ist. Wieso? Ja, verglichen mit dem viel bedeutenderen Pädagogen Georg Sebastian von Spick ist Georg Pestalozzi... Georg Sebastian von Spick? Ja, Spick. Der den katastrophalen Leistungsdruck des pestalozzischen Schulsystems von den Schülern nahm. So, hat er das? Durch die Erfindung des nach ihm benannten Spickzettels, den ich mich absolut nicht geniere, hier in aller Öffentlichkeit in Händen zu halten. Georg Sebastian von Spick, Erfinder des Spickzettels, Geheimrat von Brat, Erfinder der Bratkartoffeln. Sind wir jetzt auf dem Niveau angelangt? Heinrich Kartoffelpü, Entdecker der nach ihm benannten Rehart. Herr Schöpfli, das ist doch schrecklich. Kartoffelpü? Eine Rehart? Das ist ja wahnsinnig. Bitte? Herr Demmerding, Sie machen ja richtige Witze. Heinrich Kartoffelpü, Entdecker der nach ihm benannten Rehart. Ist ja furchtbar. Hallo? Spreche ich mit Frau Pelzig? Ja? Sie werden diese Nacht nicht lebend überstehen. Bitte? Was soll das denn? Ja? Habe ich eben mit Ihnen gesprochen? Was wollen Sie? Können Sie noch mal wiederholen, was ich eben zu Ihnen gesagt habe? Sie haben gesagt, ich werde diese Nacht nicht lebend überstehen. So, aha. Ja, das geht dann in Ordnung. Danke. Mein Gott.
Was soll das denn? Ich werde diese Nacht aber... Aber wieso denn? Ja? Frau Pelzig? Bitte? Frau Pelzig, ich muss meine Durchsage revidieren. Ich habe mich vertan. Ich bin in die falsche Spalte von unserem Schicksalsbuch gekommen. Wir haben so irrsinnig viel zu tun. Da kann sowas schon mal passieren. Also das mit dem nicht lebend überstehen, das gilt nicht für Sie. Es geht bei uns im Augenblick leider etwas durcheinander. So, und was wird mit mir? Moment, Pelzig, ich schau mal eben nach, Pelzig. Pelzig, ja, hier. Sie werden diese Nacht nicht besonders gut schlafen, steht hier im Buch. Ach, übrigens, gleich wird ein Herr bei Ihnen vorbeikommen, der soll sofort zurückrufen. Bei wem denn? Hier in der Schicksalszentrale. Er hat die Nummer. Ah, ja, bei mir hat's geschellt, ich muss auflegen. Hier richtig bei Pelzig? Ja. Frau Pelzig, Ihre Uhr ist abgelaufen. Sie werden diese Nacht nicht lebend überstehen. Wer sind Sie überhaupt? Ich bin der Todesbote. Ach so, Sie sollen die Zentrale anrufen. Das stimmt nämlich nicht mit mir. Wie? Ja. Das wollen wir doch erst mal sehen. Bitte, bitte. Ja, Momentchen mal. Schicksalszentrale. Ja, hier Schmölders. Ich bin gerade bei Frau Pelzig. Was soll da... Ja, da ist ein Versehen, Schmölders, passiert. Streichen Sie den Auftrag. Aha. Ja, nun? Sie sollen nur schlecht schlafen. Ach Gott, da muss ich ja wieder die ganze Nacht wach bleiben. Ja, ist gut. Ach ja, meine Güte. Frau Pelzig, haben Sie vielleicht irgendetwas zu trinken da oder so? Ja, gerne. Ja? Frau Pelzig, ist unser Todesbote noch bei Ihnen? Ja. Geben Sie ihn mir bitte noch. Ja, für Sie. Ja. Schmölders, Todesbote? Hören Sie, Schmölders, Sie müssen einen anderen Auftrag übernehmen. Sie müssen 500 Hühner auf Ihr Ende vorbereiten. Ach, die sollen die Nacht nicht lebend überstehen. Richtig. 4.30 Uhr, Notschlachtung. Bereiten Sie sie darauf vor. Ja, was muss ich da sagen? Gagak, gagagak, gagagak. Gagagak, gagagak. Nein. Gagak, gagagak, gagagak. Können Sie nicht Primel zu den Hühnern schicken? Primel hat heute Nacht den großen Hotelbrand, das wissen Sie ganz genau. Ja, und was mache ich denn mit der Frau? Ich dachte, die soll eine unruhige Nacht haben. Die schläft mir doch glatt ein. Ich schicke ihr später Primel rüber. Wann? Nach dem Brand. Das ist doch zu spät. Soll ich nicht vielleicht doch lieber hierbleiben? Nein, ich ändere die Eintragung für Frau Pelzig hier im Buch. Kriegt sie halt die nächste Nacht. Frau Pelzig wird nächste Nacht ziemlich schlecht schlafen. Ja, das soll aber dann Fiebig übernehmen. Ich mach das nicht mehr länger mit. Es geht nicht gegen Sie, Frau Pelzig, aber bei uns geht wirklich alles durcheinander. Ja? Frau Pelzig? Bitte? Primel hat den Hotelbrand nicht geschafft. Dem ist ein großer Auffahrunfall dazwischen gekommen. Das habe ich glatt übersehen. Bitte? Ist der Herr Schmölders noch bei Ihnen? Nein, der ist doch schon längst raus. Weil ja Primel den Hotelbrand nicht geschafft hat und jetzt sollte Schmölders... Aber, naja. Das will nur eine Schicksalszentrale sein. Sowas habe ich mir aber auch würdiger vorgestellt. Bitte. Frau Pelzig, ist Primel noch da? Primel? Ach was. Ich denke, Primel ist bei dem Auffahrunfall hängen geblieben. Bei mir war Schmölders und morgen kommt Fiebig. Mit Primel habe ich doch überhaupt nichts zu tun und Schmölders ist schon längst weg. Wo ist er denn hin? Na, ich denke, der muss zu dieser Hühnerfarm. Ach ja, deswegen habe ich angerufen. Das sind keine Hühner, das sind Enten. Er darf deshalb auch nicht gackern, er muss quaken. Können Sie ihm das sagen? Schmölders ist doch schon längst weg. Heute Nacht geht aber auch alles schief. Oh, Moment, Moment. Ich sehe ihn durchs Fenster. Er steht unten und pumpt das Fahrrad auf. Das ist gut. Dann rufe Sie ihm doch bitte folgende Botschaft runter. Quack, 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 quack. Ist das alles? Ja, er weiß dann schon. Na ja, ist gut.
Ziege! Sie, hallo, haben Sie gesehen, wie aufgeregt er eben war? Ich sag Ihnen, wir werden gleich mit unserem Auftritt drankommen. Der spürt das nämlich, der Bello. Gell, Bello? Tja, ja, die Hunde. So was von Instinkt. Richtige Hellseher sind das. Ja. Also, meine Luschi, die hat mich mal, also man soll es nicht für möglich halten, die hat mich mal mitten in der Nacht geweckt. So geknurrt und an der Bettdecke gezerrt. Ich spring auf, denke Gefahr und nichts wie raus aus dem Zimmer. Und was soll ich Ihnen sagen? 14 Tage später, vorgestern, da fällt doch direkt auf die Stelle, wo ich gelegen habe, ein Brikett vom Schrank. Da ist der Beweis. Hier. Wie konnte der Hund das nur ahnen? Ja, ja. Aber das kenne ich, Sie. Das kenne ich. Unser Bello, der hat uns auch mal geweckt, mein Mann und mich. Wie der aufgeregt war. Haare gesträubt und mit dem Schwanz gewackelt, als ob er uns was Schreckliches erzählen wollte. Und ruhig war der erst, als wir im Auto saßen. Gerade nur mit dem Nötigsten und nichts wie ab zu den Schwiegereltern. Und am nächsten Tag, bitte, am nächsten Tag kam's auch schon in der Tagesschau. Erdbeben in der Osttürkei. Ja. Ja, das war Wunderbares mit den Hunden. Ja, das war, ich meine, Pluto, ja? Der hat ja schon mal unser Baby gerettet. Nein. Ja, der schlief damals oben im dritten Stock, wir drunter im zweiten, nicht? Und plötzlich eines Nachts höre ich auf einmal, wie es draußen auf der Treppe poltert. Ich raus aus dem Zimmer, was sehe ich? Pluto rast mit dem Baby in der Schnauze die Treppe runter. Ich denke natürlich Feuer, rase auf in den dritten Stock. Fehlanzeige. Ich runter in den Keller. Nichts, gar nichts. Keine Überschwemmung. Kein Gasrohrbruch, ich raus auf die Straße. Kein Erdbeben, rein gar nichts. Überhaupt nichts? Nein, überhaupt nichts. Und das ist ja das Tolle an diesen Tieren. Die Hunde merken das ja sofort, wenn überhaupt nichts ist. Wir Menschen dagegen haben ja gar nicht den Instinkt, dass wir da, wie die Hunde merken. Sagen Sie, Mama, riecht hier nicht was? Komisch. Wie angebrannt, gell? Ja, das ist Qualm. Rauch. Ja, das Rauch. Ist Feuer. Ja. Feuer ist das. Was? Feuer? So komm doch, Luschi. Komm. Na komm, komm doch, Luschi. Ach, Herrchenruf, also komm doch. Luschi. Na komm. Komm, Luschi, komm. Na komm doch, komm doch, Luschi. Aber so komm doch, Herrchenruf. Na komm doch, Luschi. Luschi. Aber Herrchenruf. Herrchen, Luschi, komm doch. Komm doch, Luschi. Ich soll da nicht sitzen bleiben, ich soll laufen. Komm, Luschi! Schnell die Lösung. Es waren genau 44 Minuten und 22 Sekunden. Dem Sieger meinen herzlichsten Glückwunsch. Tja, das wär's wohl für heute, nicht? Ja, tschüss.